Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Verkehrsplaner, die Simulation. So, heute, erstmal willkommen im neuen Jahr. Wird die Straße hier vorne fertig, also müssen wir hier ein bisschen umplanen. Dann sollte man einen neuen Tag schaffen und dann müssten wir uns neue Busse kaufen. Denke ich mal. Dass das das Ziel des heutigen Spiels wird. Neue Busse. Damit wir hier wenigstens bei den Bussen, die bringen ja mit das meiste Geld, da noch mehr haben. Ich denke mal, die Busse sind einfach alle überfüllt. Oder die stehen ineinander. Manchmal muss man die Fahrzeuge einfach mal... alle zur Wartung schaffen. Was ist jetzt hier los? So. Super. Jetzt werden wir gleich noch ein größeres Problem haben. Hätte ich vielleicht nicht so Zeit machen dürfen. Kann ich mir eigentlich Geld anleihen? Nee, ne? Nee, ich glaube, Geld anleihen funktioniert nicht. Aber es werden auf jeden Fall noch mehr Bus-Leute verärgert sein. Also, nee, hier ist enorm Einsatz jetzt wieder. So ein einziger Bus. Gut, dann gucken wir uns das hier oben an, damit es hier fließt. Und wenigstens irgendwas passiert. Da ist gleich wieder einer verärgert. Super. Würde ich sagen, den Spaß wenden wir mal. Außer hier fährt irgendeine Kehrmaschine durch. Nee, fährt nicht, aber hier habe ich jetzt auch schon was kaputt gemacht. Ja. Super. Verändert sich irgendwie alles. So. Das heißt, du kannst jetzt erstmal hier reinfahren. Und hier bräuchten wir jetzt noch eine Ampelanlage. Wenn wir das Geld hätten. So, jetzt haben wir ein großes Problem, weil hier haben wir uns Minus gemacht. So, von dem Geld werden wir uns jetzt neue Busse kaufen. So einen großen Bus, zwei Stück. So, zwei große Busse gekauft, die gehen jetzt jeder auf eine Linie. Zack und zack. Und ihr solltet es versuchen, hier ein bisschen was rauszureißen. So schlimm, wie es klingt. Eigentlich könnte man auch bei den Busfahrplänen auf einen Halbstundentakt runtersetzen, das Starten. Weil die, ich denke mal, die kommen in einer halben Stunde durch. Jetzt folgen wir mal dem Bus hier, das ist ja ein neuer.
Oder ist das neuer? Folgen wir den. Gucken wir uns den mal an. Was ist denn hier los? Vom Ineinander oder was? Bösen Leute. Wir sind schon welche ausgestiegen, die sich freuen. Schon wieder. Ah, ist egal, ich habe mir zwei Busse gekauft. Ich habe genug Money. Also ich mache jetzt genug Geld. Es ist gar kein Problem mehr. Wir haben bloß Scheiße. Man sollte vielleicht auch mal überlegen, als nächstes uns ein paar vom nächsten Geld Schneepflüge zu kaufen. Weil da waren wir auch demnächst ein Problem haben, denke ich mal. Beziehungsweise unsere Straßenbauprofis wollen auch weiterbauen. Wo warten denn die ganzen Leute auf dem Bus? Glaube ich immer gerade, dass so viele Leute warten. Eigentlich läuft's doch. Eigentlich, ne? Ah, naja, gut. Hey, wake up. Das geht gerade nicht, scheiße. Wer auch immer mir jetzt gerade geschrieben hat. Hallo Uwe. Hallo Philipp, hast du Zeit? Ja, eigentlich bin ich am Aufnehmen. Aber nicht mehr lange, Uwe. Gut. Die Rocket League, die Westwelt. Okay. Geht raus, dem Ding. Ja. Sorry, das war der Uwe, den kennt ihr ja. Aber wir müssen ja ganz ruhig reden, bei der ruhigen Musik. So. Ja, ich denke mal, das wird diesmal besser. Guck mal, wir sind ja jetzt schon bei 9000. 300 Pendler sind schon gut durchgekommen. Pendler kommen sowieso alle gut durch. Ich weiß nicht, warum die Parkplatzsuchheinis immer so doof sind. Dum, 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 dum. Wie sieht unser Verschmutzungsgrad aus? Ach du Scheiße. Ich habe das Gefühl, hier geht die Kehrmaschinenstrecke kaputt. Das war nur so ein leichtes Gefühl. Vielleicht könnte man sagen, man tut den letzten Arbeitsplan hier gerade. Nochmal umstrukturieren. Sagt mir vorne jetzt hier hoch. So. So und so. Okay. Und dann können wir von dem hier einen runterziehen.
und hier mit draufhauen. Eigentlich wäre es so besser, um nur kurze Strecken zu machen. Ganz kurze Kehrmaschinenstrecken. Wo man nur E-Fahrzeug fährt auch. Niemals zwei. Dann kannst du nämlich sicher gehen, dass du keine Probleme hast. Könnte man nicht hier oben anfangen, sagst dann, du fährst im Endeffekt nur die Ding-Quartal hier. Schöner wäre es natürlich, wenn wir hier oben jetzt auch eine fertige Straße haben könnten, die hier lang geht. Haben wir aber nicht. Ich würde aber liebend gern hier eine saubere Straße sehen. Ich glaube, hier kommt er schon, oder? Ist er das? Einer von den beiden wird es sein. Und dann kann sich keiner mehr beschweren, dann ist alles sauber. Nein, ist der hier. Die tern sogar schon beide. Der ist trotzdem eher fertig, was eigentlich relativ doof ist. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? So verschwindet der jetzt oder kehrt er um? Na gut, das war die falsche Linie. Dann halt nicht. Was ist denn hier in letzter Zeit los? Ich habe das Gefühl, man müsste hinten eigentlich auch die Straße noch zu Ende bauen. Wo kommen denn die alle her? Wo wollen die alle hin? Hier verbieten wir ab sofort mal das links abbiegen, das geht so nicht. So. Dann dürft ihr auch nicht mehr links abbiegen. Gibt's die ganzen Streitereien nicht mehr. Gut, der Bus darf das. So was ganz anderes. Okay, gut. Alles klar. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal nochmal ein Päuschen machen. Ich lasse das vielleicht nochmal ein Stück weiterlaufen, damit wir dann beim nächsten Mal eigentlich das hier fertig haben. Nochmal anfangen. Ja, genau. Das ist der Plan fürs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.